Liebe fesselt und macht frei, heißt das neue Stück der Theaternomaden. Wer die Amateurtruppe kennt, weiß, dass sie aus dem wichtigsten Thema des Lebens wieder ein amüsantes Programm gemacht hat. Wir haben mal bei einer Probe Mäuschen gespielt. Liebes Publikum, die Theaternomaden präsentieren Ihnen heute Abend ein Abend unter dem Thema Liebe fesselt und macht frei. Moment mal, das Motto der Theaternomaden lautet doch Liebe aus Vielfalt als Einfalt. Ja, Liebe ist vielfältig. Ja, oder du bist so einfältig. Wie bitte? Naja, er hat da schon recht, weil wenn ich dann nämlich so an deine Beziehungen denke, kann man schon von Vielfalt sprechen. Wie meinst du das bitte? Vergiss es. Sie meint einfach nur, Beziehungen sind das halbe Leben. Ach, eigentlich sind sie doch das Ganze. Meine Beziehungen? Ja, stopp, stopp. Heute Abend geht es um die Liebe. Florian, heute sozusagen vor großem Publikum, Premiere wäre falsch gesagt, ihr habt schon mal vor kleinerem Publikum gespielt, aber heute, sagen wir mal, erste große öffentliche Veranstaltung. Klopft euch so ein bisschen das Herz? Ja, ich denke, das ist bei jeder Vorstellung so und ob man das jetzt einmal spielt, zweimal oder dreimal oder noch öfters, es ist immer am Anfang so ein Lampenfieber da. Ich habe auch gemerkt bei der Probe, wir durften mal heute ein bisschen Mäuschen spielen. Alle Texte sitzen noch nicht so hundertprozentig. Bist du zuversichtlich, dass nachher alles klappt? Ja, das war jetzt auch ein bisschen die Aufregung. Es war jetzt auch, wir spielen das erste Mal jetzt hier auf dieser Bühne und da ist manches noch ein bisschen ungewohnt. Oder das mit dem, ja, man hat ja gesehen, dass wir uns auch öfters umziehen. Da muss auch noch mal ein bisschen, haben wir gesehen, vielleicht noch einiges optimiert werden. Aber wenn das Publikum kommt, dann steht das. Hast du Hunger? Nee. Bauchschmerzen. Mensch, stell dir vor, wir werden wieder zu Fuß durch den Wald. Und dann diese Sintflut. Wie neulich. Wie immer. Ich verstehe es nicht. Den ganzen Tag ist schönes Wetter und dann treffen wir uns und es gießt. Ja, jedes Mal. Ja, Mensch, das ist doch total witzig. Total witzig? Ja. Das ist doch kein Leben, das ist doch keine Liebe. In trostlosen Cafés, in überfüllten Kneipen, sich maximal angucken und Händchen halten. Das ist ja nur das erste Stück von euch, wo ihr, sagen wir mal, alle mehr oder weniger auf der Bühne steht. Du ein bisschen mehr, Thorsten ein bisschen weniger, weil er ja auch ab und zu noch am Mischpult ein bisschen was machen muss. Willst du so ein bisschen mehr von der Regie und von der Vorbereitung doch so ein bisschen mehr auf die Bühne? Ziehst du dich auf die Bretter, die Welt bedeuten? Ja, ich stehe gerne auf der Bühne. Und wer hat sich das Stück eigentlich diesmal ausgesucht? Habt ihr das wieder gemeinsam erarbeitet? Das sind ja mehrere, man kann ja sagen, fast mehrere kleine Einakte sozusagen, ja. Ja, das war von der Ines, ein Programm, was sie schon mal gespielt hat in ihrer Jugend. Und das haben wir jetzt einfach nochmal aufbereitet, weil wir gesagt haben, das ist unterhaltsam und das passt gut, das lässt sich gut proben, auch in einer angemessenen Zeit, dass wir auch da ein neues Stück haben nach Honigmond. Mhm. Ja, und das haben wir dann halt gemacht. Und auch ein bisschen modernisiert, was Handys und so betrifft, die gab es früher ja sicherlich noch nicht. Ja, die Sketche sind schon ein paar Jahre alt, da musste man das eine oder andere, zum Beispiel das bei dem Sieg mit dem Libero, habe ich dann nochmal im Internet recherchiert. Ich habe jetzt nicht so eine Ahnung vom Fußball, deswegen habe ich nochmal im Internet geguckt, was ist überhaupt ein Libero? Und dann habe ich festgestellt, okay, den gibt es heute gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr aktuell. Und deswegen haben wir da aus dem Libero dann einen Mannschaftskapitän gemacht. Frau Schumann-Schanzenberger! Ja, guten Tag! Ja, hallo Frau Meier, Miesmuschel. Na, was macht denn die junge Ehe? Ach, danke der Nachfrage. Alles in bester Ordnung. Sind Sie da ganz sicher, meine Liebe? Ja, warum fragen Sie? Nun, eigentlich wollte ich es Ihnen ja nicht sagen, um Sie nicht zu beunruhigen. Aber wussten Sie überhaupt, dass Ihr Mann eine blutjunge, hübsche Sekretärin hat? Selbstverständlich. Und Frau Lüttich war sogar schon dreimal bei uns zum Kaffee. Also das ist doch mehr als leichtsinnig. Sie setzen sich doch die Laus direkt in den Pelz. Thorsten, du bist dort erst einmal auch so ein bisschen, du wechselst zwischen, sagen wir mal, zwischen Mischpult und Bühne. Hast du das Mischpult auch ein bisschen daneben gestellt? Früher warst du ganz woanders im Raum. Macht dir das Spielen selber auch so ein bisschen mehr Spaß, als am Mischpult bloß zu sitzen und zuzugucken? Ja, ich muss sagen, ich bin dann doch lieber der Mann im Hintergrund.
Das Spielen war jetzt mal was Neues, eine neue Erfahrung auf jeden Fall, und dass man sich vielleicht auch ein bisschen vom Selbstbewusstsein her ein bisschen weiterentwickeln. Ja, bei dem Stück macht sich natürlich besser, dass das Pult an der Seite ist, weil ich ja dann besser wechseln kann, als wenn ich von da hinten nach hier vorne laufen muss. Kekse gibt es diesmal keine, ne, fürs Publikum, oder habt ihr da wieder welche vorbereitet? Nee, ja, waren eigentlich geplant, aber hat sich jetzt nicht so zeitlich ergeben. Sie deckt den Tisch, den alten Pappkarton, und ruft: Mann, komm, wir wollen Mittagessen! Was schreist du so? Oh, Fritz. Ich komm ja schon. Die Blumen aber hat er ganz vergessen. Und Susi stutzt. Und Fritz fängt an zu schielen und zieht die Nase kraus und murmelt dann: Ich will endlich mal was anderes spielen. Nicht immer dieses dumme Mann und Frau, Frau und Mann. Immer nur lieb sein und an den Händchen fassen und im Garten wühlen vor dem Haus. Das hängt mir langsam schon zum Halse raus. Zeitlich ergeben, Stichwort, was ich dich noch fragen wollte. Du machst ja jetzt hier, engagierst du dich mehr als früher. Du studierst noch an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal. Jetzt machst du auch noch bei Tapetenwechsel auch eine andere Theatertruppe, machst du noch die Pressearbeit. Wie schaffst du das eigentlich, alles unter einen Hut zu bringen? Also erstmal zur Erklärung, Tapetenwechsel ist eine Improvisationstheatergruppe, die sich jetzt neu gegründet hat. Wir hatten jetzt am 30. April da auch einen Auftritt gehabt. Ja, zeitlich halt, das muss man sich halt, ich mache es halt in meiner Freizeit und es klappt irgendwie bis jetzt. Nein, sagen wir mal so, ihr tretet ja auch nicht jede Woche auf oder die. Nee, also wir sind jetzt, wie gesagt, im Juni nochmal dran und dann vielleicht Sommerpause, müssen wir mal gucken, wie was, irgendwo noch einen Auftrittstermin. Nee, ich arbeite in einem Architekturbüro in Zerbst und ja, das macht Spaß, ja. Er sagte schon, im Juni sind die nächsten Aufführungen, Vorstellungen. vielleicht mal ein bisschen genauer, weil wir senden Ende Mai, dass man vielleicht mal die Zuschauer auf den nächsten Termin noch aufmerksam machen kann. Also wir spielen am 18. Juni um 19.30 Uhr nochmal im Volksbad Bukau. Mhm. Auf der kleinen Bühne da in dem großen Raum da, ja. Genau. Mhm. Und die nächsten Termine muss man sich dann im Internet sicherlich angucken, wo dann auch von diesem Stück sicherlich ein paar Fotos dann erscheinen, die heute hier auch mal gemacht worden werden. Genau, also die Webseite wird natürlich aktualisiert und ja, ich weiß ja nicht, ob jetzt noch irgendein Auftrittsort schon feststeht, eigentlich nicht. Das wird dann. Also wir werden dann auch erstmal so eine Sommerpause gehen, es ist ja dann Urlaubszeit und dann werden wir uns überlegen und hoffen, dass wir noch andere Auftrittsorte finden. Dann wünschen wir euch für heute toi 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 und hauen mal dreimal auf Holz hier. Dankeschön. Dankeschön. Danke euch auch.